Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guck doch mal rein. Aha. Ja, aber ich muss die Stärke ändern, Noah, weil ich habe andere Augen wie du. Das ist Noahs Fernglas, ne? Hier guckt man rein und hier dreht man. Darf Naila einmal reingucken? Nein. Zeigst du ihr das? Nein. Aber sie interessiert sich gerade dafür. Nein. Naila, lass mal kurz los, das ist Noahs Fernglas, ja? Fragst du ihn, ob du das darfst? Noah, darf ich auch reingucken? Noah, ich darf auch reingucken. Später. Oder gleich. Gleich, ne? Alles gut, gleich. Noah will noch was zu Ende machen und dann gleich. Komm mal her, Mausi. Wir sitzen heute hier, um Frühlingsfavoriten zu besprechen. Ich habe hier schon was vorbereitet. Noah, was sind deine Lieblingssachen im Frühling? Das, was du gerade in der Hand hältst. Darf ich das mal kurz haben? Mhm. Wir haben das für unsere Reise besorgt, aber perfekt auch für den Frühling, finde ich, ein Kinderfernglas. Man dreht am Regler und erkennt, kann dann so ein bisschen das an seiner Sehstärke anpassen. Alles haben. Das ist meine Sonnenbrille. Genau, das ist mein Frühlingsfavorit, weil jetzt kommt ja die Sonne wieder raus. Also möchte ich wieder Sonnenbrillen tragen. Hier ist Nailas Sonnenbrille. Das gehört zum ersten Teil unserer Favoriten. Wir haben nämlich einen Shop gefunden, wo man neue Sachen kaufen kann und auch gebrauchte Sachen kaufen kann. Second Hand. Und zusätzlich kann man auch seine alten Klamotten, nachhaltige Marken, dort wiederverkaufen. Also es ist ein tolles System. Und von diesem Shop haben wir diese Teile. Die habe ich damals, vor einem Jahr zum Geburtstag von Naila, habe ich dieses Kleid rausgesucht und fand das wirklich ganz zauberhaft. Das wollte ich eigentlich mitnehmen, ne, in Urlaub. Wollen wir es mitnehmen? Obwohl 13 Grad und Kleid, ich weiß nicht. Ja, jedenfalls ist das Nailas Kleid, was wir besorgt hatten zu ihrem Geburtstag. Und jetzt neu, was auch mitkommt, ein Sonnenhut. Mäuschen, ist das dein Sonnenhut? Das sind immer ausgewählte Marken. Sticky Lemon heißt wohl diese Marke. Aber ich finde es einfach nur zuckersüß. Plus Nailas Sonnenbrille, habe ich alles von dort. Und schaut doch mal im Shop vorbei. Ich kann es immer nur wieder empfehlen. Mama, wir brauchen nur mehr Licht. Wenn wir jetzt mal bei Naila bleiben, ich zeige euch mal meine Favoriten für den Frühling für Naili. Und zwar sind das gebrauchte Wildlinge. Ich hatte ja schon mal eine Kooperation mit Wildlinge, es ist aber auch schon ein Jahr her. Vielleicht frage ich mal wieder eine an, aber wenn ich irgendwas weiß, dann sage ich euch im Community-Tab Bescheid. Die sind jetzt von unserer Großcousine, von ihrer Tochter. Und die haben wir jetzt bekommen für den Urlaub. Genau, die nehmen wir mit. Das hier immer wieder zeigen, das haben wir schon mal in verschiedensten Videos gezeigt. Aber ich liebe es einfach, so Frottee-Klamotten, nachhaltige Klamotten von Hess Natur. Die hatte ich damals für Noah bekommen in 98-104. Aber das passt natürlich Naila auch schon, diese kurze Hose. Mit passendem Frottee-Oberteil. Ich verstehe gar nichts, was das sein soll. Erstens gucke ich hier auf die Mülltonne und dann denke ich, das wäre ein Riesenkackehaufen. Tja, ist doch lustig. Dann haben wir hier noch ein Jäckchen. Das Jäckchen ist auch von Naila. Und hier haben wir noch Schuhe, die sind auch von Naila. Wir sind jetzt bei der Marke Hess Natur. Hier haben wir noch ein schönes Baumwoll-Set, was ihr damals zu klein war. Das passt jetzt perfekt. Man könnte das für unten drunter anziehen, aber ich trage es halt auch gerne so als Set. Die Sonne strahlt jetzt hier so schön rein. Ich arbeite quasi gerade gegen die Zeit und werde mich jetzt ein bisschen sputen. Als nächstes habe ich eine Jacke von, wie heißt denn die Jackenmarke? Petit Cochon. Kennt ihr doch aus meinen alten Videos noch, oder? Petit Cochon hat uns immer sehr lange. Da habe ich meine Zeit verbracht, um zu gucken, welche Jacken ich gerne haben möchte für die Kinder. Das war mal deine Jacke, Noah. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Seht ihr alles mehrmals? Wenn ja, seht ihr mich?
Heute ist Sandhuttag. Diese Jacke, die ist total süß. So eine Zwergenjacke, Baumwolle. Oh. Ich liebe ja den Shop. Schaut gerne vorbei. Dann habe ich natürlich hier noch meine nachhaltigen Klamotties von Sanetta. Ich hatte mal eine Sanetta-Kooperation auf Instagram. Habe ich hier leider nicht, aber ich musste jetzt hier auch nicht zeigen, aber ich will sie gerne hier zeigen. Und ihr merkt schon, das hat alles so einen mintgrünen Geschmack. Ich wollte nicht alles in rosa, wie jetzt den Hut. Ich mach so und du. Okay, so, ja? So deine neue Jacke an, ja? Wo ist meine kurze Hose? Deine kurze Hose? Mhm. Hier? Die? Nein, meine Hose. Die, da ist eine kurze Hose. Ach, deine Hose. Die habe ich schon eingepackt, mein Mäuschen. Aber die brauchst du doch jetzt nicht. Endlich passt auch diese Hose. Ich freue mich. Musselinstoff ist sowieso mein allerliebstes Klamotte für Frühling und Sommer. Und ich liebe ja auch diese Farbe. Wir haben ja gerade über Farben gesprochen. Also ich möchte jetzt nicht nur so, sondern ich mag es auch so. Also schön gemischt, aber dennoch basic. Also basic, ohne viel Schnickschnack. Es darf aber hier und da schon mal Schnickschnack sein, aber nicht komplett von oben bis unten. Und deswegen finde ich so einfarbige Sachen als Basic-Oberteile toll. Das ist jetzt beispielsweise so ein Kleidchen. Sanetta fällt auch sehr groß aus. 92, das ist Nyla immer noch ein Ticken zu groß, aber es ist... Es kann lange getragen werden. Das ist doch schon mal von Vorteil, oder? Und da ist die Jacke, von der ich gerade sprach. Muster. Ja, habe ich ja gesagt. Aber wenn das so ein Statement-Piece ist, oder wie man es nennen möchte, finde ich das wirklich ganz zauberhaft. Wir sind auch große Fans von Reimer. Wir haben eine Reimer-Kooperation im März auf Instagram. Ich muss die Sachen hier auch nicht zeigen, aber ich liebe sie einfach und ich bin voller Überzeugung und bin auch einfach nur happy, dass ich mit diesen Marken kooperieren kann, die ich auch wirklich gerne mag und auch sehr schätze. Also ich habe hier für die Nyla eine Frühlings-Windjacke, die ist ein bisschen dünner. Die hat auch eine Kapuze, die man abnehmen kann. Gerade jetzt im Frühling muss man ja immer gucken, dass man sich doch trotzdem noch warm anzieht. Die hat Reflektoren. Warte, Leute, ich zeige euch mal, was hier drin steht. Was das alles ist. Das ist Größe 98. Das ist eine recht dünne Wind- und Wetterjacke. Ich habe jetzt hier zum direkten Vergleich nochmal die Jacke von Noah. Die Noah, da gibt es ja sehr einseitige Farben, weil er mag es ja ganz bestimmt nur in diesen Farben. Also blau und schwarz und grau. Diese Reimer-Jacke habe ich auch in den Herbst-Favoriten-Videos gezeigt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt und euch vielleicht auch nochmal die Jacken dort anschauen wollt, dann könnt ihr da mal rüberklicken, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt. Das ist eine ganz besondere Jacke von Reimer, weil du die abziehen kannst. Das heißt, unten drunter ist nochmal eine zweite Jacke mit so einem Zipper. Die werde ich jetzt auch mitnehmen in Urlaub, weil ich weiß nicht, wie warm es ist oder kalt. Und Nyla hat auch noch eine andere Jacke, die ich mitnehme. Die habe ich auch in den Herbst-Favoriten-Videos gezeigt. Jedenfalls kann man die an- und ausziehen. Da freue ich mich drauf. Und man kann, ich zeige euch mal ganz kurz, wie das dann aussieht. Das ist so mit Knöpfen hier verbunden, damit auch nichts verrutschen kann. Man hat dann sozusagen eine schwarze Unterjacke, auch dünn. Und außen dann diese wasserfeste Jacke mit Reflektoren, die dann auch ein bisschen dünner ist und Kapuze. Die Kapuze kann man auch abnehmen und die hat dann hier auch noch mal so einen Bund, damit es enger am Kopf sitzt. Dann kannst du, also man kann beides einzeln anziehen oder einfach eins nur anziehen. Und das finde ich grandios an Reimer, dass sie so funktionale Sachen haben, die aber auch gut aussehen. Also da muss ich auch wirklich sagen, ich bin ja auch wirklich, ihr kennt mich ja schon super lange und ich liebe ja so solche Sachen, die erstens ästhetisch sind und zweitens funktional. Also damit ist ja keinem geholfen, wenn die nur schön aussehen. Die müssen ja auch irgendwas können, die Sachen. Lange aushalten,
lange Lebensdauer haben und so weiter und so fort. Und jetzt sehe ich gerade am Arm, ist auch nochmal so ein Bund, ne? Auch wichtig. Das ist bei der anderen Jacke nicht. Die ist ein bisschen, ja klar, die ist ein bisschen anders geschnitten und hier nur ein bisschen enger. Aber das ist so eine richtige Wind- und Wetterjacke. Da hätte ich keine Angst, dass das Kind friert oder so. Hier. Nyla hatte zu ihrem Geburtstag letztes Jahr einen Roller bekommen. Diesen Roller habe ich, glaube ich, auch schon hier und da mal gezeigt von Scoot and Ride. Scoot and Ride hat ja die Möglichkeit, dass du einen Roller umbauen kannst in einen, muss ich das mal hier zeigen, in einen Sitzroller sozusagen, in einen Rutschrad. Wie heißt das? Rutschrad? Rutschauto? Dreirad? Hier, im Sitzen kann man damit fahren. Finde ich grandios. Nyla mag beide Dinge. Am liebsten den hohen Roller. Und hier hast du auch noch die höhenverstellbare Option. Also, wenn der Sitz zu hoch ist, machst du den tiefer. Die hatte dieses Jahr den zu Hause benutzt, aber draußen, als es noch warm war, fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Und zum dritten Geburtstag wird es dann auch ein Fahrrad geben. Und da werden wir wahrscheinlich dasselbe Fahrrad nehmen wie von dem Großen in einer kleineren Größe. Ich muss vom Licht ein bisschen weg, das stört mich gerade. Ich möchte euch abschließend noch ein, zwei kleine Sachen zeigen, die ich persönlich super schön finde für mich. Für mich, nicht nur für Muttis, sondern auch für Frauen, Männer, was auch immer. Ich hatte mir ja vor Jahren mal so eine Liebeskind-Tasche gekauft, so eine Umhängetasche, die man dann hier so trägt. Und dann ist mein Gurt kaputt gegangen, also die Schnalle, jetzt irgendwie weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Und ich habe echt ewig gesucht online nach so einem Gurt. Und ich finde diesen Gurt einfach so schön, weil der handgemacht ist, handgenäht und in so einem schönen Muster ist. Ich mag das voll gerne. Es ist von Nilo aus Hamburg. Also alle, die so eine Tasche haben mit so einer Schnalle, das lässt sich ja auch einfach super abnehmen. Einfach abnehmen. Man kann auch neue, man kann auch verschiedene Schnallen nehmen. Auf jeden Fall super cool und darauf freue ich mich schon im Frühling. Und ihr seht, es passt auch gerade zu meinem T-Shirt. Cool, oder? Dann, ich habe noch eine ähnliche Tasche, die nehme ich jetzt mit auf Reisen von Wikes Berlin. Ich bin ja schon lange Wikes Berlin User, Benutzer, Kunde, was auch immer. Habe ich zum einen einen Rucksack, den Reiserucksack, den habe ich auch schon öfter, glaube ich, im Video gezeigt. Dazu gehört dann noch so eine Tasche für mich als, als Mensch mit Kamera ist das auf jeden Fall super cool. Das ist meine Kameratasche. Da kommt dann die Kamera rein und dann nehme ich sie mit. So geht sie auch nicht kaputt und ich habe sie immer dabei. Und das Gleiche gilt jetzt für unterwegs. Habe ich das jetzt neu. So eine Tragetasche, die ich auch so umhängen kann oder noch umstellen kann. Man kann so viele verschiedene Sachen damit machen. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein, wie das dann aussehen kann. So eine Tasche hat für Sachen, die nicht zerkratzt werden dürfen und sollen. Und die haben auch wirklich an viel Platz und Verstauraum gedacht. Das habe ich auch schon bewundert an den Rucksäcken von denen. Also wer wirklich so Reiserucksäcke sich genauer anschauen möchte, kann auf jeden Fall mal bei Wikes Berlin vorbeischauen. Die haben ja wirklich viele verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt hier reinschaue, ich würde euch das gerne zeigen. Ich mache das einfach mal hier auf. So kann man das nämlich auch aufmachen und dann direkt hier reingreifen. Und hier hast du auch wieder so unterschiedliche, wie nennt man das? Utensilo. Das war ein sehr spontanes und schnelles Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, wie ihr was euer Frühlingsfavorit für euch, für eure Kinder ist, schreibt es unten in die Kommentare. Ich packe jetzt meine Koffer, wir reisen jetzt nach Portugal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen, tschüss!